Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 30. Juni 2023? Hallo Leute, das ist wieder Mario mit den aktuellen Infos aus Thailand. Wir beginnen gleich mit einer Meldung von einem Erdbeben, dieses Mal in Thailand. Wir hatten ja die letzten Tage bereits schon ein Erdbeben in Myanmar, das ja in Bangkok dazu geführt hatte, dass viele Leute vor allem aus den Hochhäusern rausgerannt sind auf die Straße. Und gestern waren Erdbeben in der Provinz Phitsanulok mit 4,5 auf der Richterskala. Und das hat zu kleineren Schäden an vor allem älteren Gebäuden geführt. Die Behörden haben jetzt auch angeordnet, ältere Gebäude zu überprüfen. Bis dato gibt es keine Meldungen über Todesopfer. Dann noch eine Meldung zu Dengue und Malaria. Ich habe in den letzten Videos ja darüber berichtet, dass aktuell Dengue in Thailand wieder eine große Gefahr ist. Grund ist natürlich die Regenzeit. Leider sind jetzt auch wieder zwei Kinder gestorben an Dengue. Und in den letzten Videos habe ich auch gesagt, wie man sich gegen diese Tigermücken am besten schützt oder allgemein gegen Mücken. Mit langer Kleidung, Mückensprays etc. Und jetzt gibt es aber noch eine Meldung von Malaria. Und zwar Malaria ist in Thailand nicht weit verbreitet. Kommt sehr, sehr selten vor. Aber es kommt vor in der Grenzregion zwischen Thailand und Myanmar. Das melden die thailändischen Soldaten. Die haben aktuell ein bisschen Angst, dort in dieser Region zu dienen. Wir haben ja in Myanmar einen Konflikt zwischen Regierungstruppen und Rebellen. Vor allem im Grenzgebiet. Das führt natürlich auch dazu, dass immer mehr Flüchtlinge nach Thailand fliehen aus Myanmar. Und deshalb ist die Armee im Grenzgebiet unterwegs, also die thailändische Armee. Und wie gesagt, dort gab es offensichtlich auch schon Malaria-Fälle. Und gemäß den thailändischen Medien haben jetzt sehr viele thailändische Soldaten Angst, in dieser Region zu dienen, weil sie nicht wollen, dass sie an Malaria erkranken. Der Thai-Baht ist zum US-Dollar in einem 7-Monats-Tief. Grund dafür ist die politische Lage in Thailand. Da sind sich mittlerweile fast alle einig. Und das scheint offensichtlich auch nicht so rosig auszuschauen, wie ich zuerst vermutet habe. Und zwar gibt es doch ziemlich viel Widerstand von der Opposition, dass eben der neue Premierminister Mr. Pitta sein soll, der ja die Wahlen mit seiner Move-Forward-Partei am 14. Mai gewonnen hat. Und es gibt jetzt schon sehr viele Stimmen in Thailand, die befürchten, dass es zu massiven Ausschreitungen kommen könnte. Und sollte das natürlich der Fall sein, dann werden auch die Märkte darauf reagieren und dann wäre es natürlich auch möglich, dass der Thai-Baht noch schwächer wird. Aber eine positive Nachricht kommt von der Weltbank und die melden, dass Thailand ein Wachstum von 3,9% circa im 2023 erzielen wird. Ich würde mal sagen, das kann ich auch so unterzeichnen, denn es ist auch das, was ich so in Thailand feststelle, dass es hier langsam wieder aufwärts geht, auch für diejenigen, die in Thailand Business machen. Also ich habe ja einige Freunde, die haben in Thailand ein Business, also Thailänder sowie auch Ausländer, und die reden alle davon, dass es also dass man auch sehen kann, dass es wieder etwas besser wird, mehr Verkäufe. Die Gewinne werden auch langsam wieder etwas höher und das deckt sich auch mit der Aussage der Weltbank, dass es hier wirtschaftlich aktuell wieder nach oben geht. Dann meldet Südkorea noch, dass sie die Einreisebestimmungen für die kleinen Geister anpassen wollen bzw. verschärfen möchten. Kleine Geister, das sind Thais, die illegal in Südkorea arbeiten. Also darum eben Geister, weil sie unter dem Schirm irgendwo halt Arbeit suchen und dort dann arbeiten. Südkorea ist bei Thailändern sehr beliebt, weil halt das Gehalt dort 5-mal höher ist als in Thailand und das sind dort noch die Mindestlöhne. Und deshalb sind eben auch in der Vergangenheit sehr viele Menschen nach Südkorea gereist. Natürlich gibt es auch noch diverse andere Länder wie Japan, Dubai, Europa etc. Aber vor allem in Südkorea hat ja die Regierung schon seit längerem jetzt versucht, diese kleinen Geister aufzuspüren und auszuweisen. Es gibt aber auch vermehrt legale Möglichkeiten für qualifizierte Fachkräfte, sich da für das Arbeitsprogramm zu bewerben und dann so halt legal in Südkorea arbeiten zu können. Dann kam es in Bangkok beim Don Mueang Airport, das ist der zweitgrößte Flughafen in Bangkok, der große ist Suvarnabhumi und Don Mueang ist der zweite, zu einem schrecklichen Zwischenfall. Und zwar
hat dort eine junge Frau ihr Bein verloren, als sie bei einer Rolltreppe eingeklemmt wurde. Das sollte eigentlich nicht geschehen. Es ist auch nach wie vor ein Rätsel, wie das geschehen konnte. Offenbar war dort irgendeine Klappe nicht gut gesichert. Und die muss sich dann irgendwie geöffnet haben, sodass die Frau dort mit ihrem Bein reintreten konnte und es dann zu diesem schrecklichen Unfall kam. Aktuell wird aufgerufen, bei Rolltreppen vorsichtig zu sein, bis die überprüft werden. Es soll sich angeblich um eine etwas ältere Rolltreppe handeln. Die Bevölkerung in Zentral-Thailand, vor allem im Gebiet von Phitsanulok runter bis nach Bangkok, wird aufgerufen, Wasser zu sparen. Offensichtlich führt die Dürre, wie schon oft darüber berichtet in den letzten Videos, dazu, dass in vielen Stauseen in Thailand der Wasserpegel kritisch ist. Und das Verrückte oder beziehungsweise ja, dass die Ausmaßen dieser Dürre von 2023 aufgrund von El Niño, die werden wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, im 2024, ihr großes Ausmaß zeigen, weil dieses Jahr die Regenzeit voraussichtlich sehr, sehr schlecht sein wird, die Stauseen sich nicht füllen können und das dann im Folgejahr, im 2024, zu massiven Dürren und Wasserproblemen führen könnte. Vor circa 2 Monaten habe ich darüber berichtet, dass die thailändische Staatsbahn 184 Diesellokomotiven oder Dieselzüge anschaffen wollte. Jetzt überdenken sie das Ganze, weil da diverse Vorschläge kamen, diese 184 Züge durch Elektrozüge zu ersetzen. Wird noch interessant, ob das durchkommt, aber sicherlich auch keine schlechte Idee, vor allem jetzt, wo ja Thailand so massiv auf Elektrofahrzeuge oder beziehungsweise auf die erneuerbaren Energien setzt. Dann hat das thailändische Gesundheitsministerium noch gemeldet, dass sie das erste mobile Dialysegerät in Thailand im Einsatz haben. Weitere werden folgen. Das vor allem für Personen, die bettlägerig sind und halt zu Hause an die Dialyse müssen, an so ein Gerät angeschlossen werden müssen. Das ist jetzt heute auch möglich, dass eben die Ärzte zu den Personen gehen und die Personen dann zu Hause vor Ort versorgen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch eine Frage beantworten, die sehr oft kommt, und zwar von den Zuschauern wird oft gefragt, wie ist eigentlich die medizinische Versorgung in Thailand? Und ich muss sagen, die ist sehr gut. Also ich würde sagen, die kann locker mit der medizinischen Versorgung in Europa mithalten, was Operationen angeht oder halt Krankenhausaufenthalte. Ein Faktor, der oft vergessen wird, ist, dass die Abdeckung thailandweit mit Krankenhäusern oder vor allem die Transportmöglichkeiten noch lange nicht so gut ausgebaut sind wie in Europa. Das heißt, die größte Sorge, die ich hätte, wenn ich in Thailand leben würde, ist, wenn man fernab von den großen Städten lebt. Ich habe das gerade gestern auch wieder gesehen. Ich war mit meiner Frau unterwegs im Khen Krachan Nationalpark. Und es ist eine sehr schöne Gegend, wo man sich auch mal überlegen könnte, dort vielleicht mal hinzuziehen. Aber die Frage ist dann schon, wo ist das nächste größere Krankenhaus? Und da muss man dann halt nach Phetchaburi fahren. Also da hat man dann teilweise Transportwege von 1 Stunde plus minus. Und in Thailand werden halt noch nicht wie in Europa für die Rettung flächendeckend Helikopter eingesetzt. Und ich denke, das ist eigentlich das größte Problem, das viele Leute hier haben, auch im Isan draußen, dass halt einfach bei einem medizinischen Notfall man auch bedenken muss, dass man irgendwie ins Krankenhaus kommen muss innerhalb nützlicher Frist, auch bei einem Schlangenbiss zum Beispiel. Ansonsten nützt natürlich auch die beste medizinische Versorgung nichts. Das war's von heute mit den aktuellen Infos aus Thailand. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund. Grüße aus Thailand.